Hallo liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einem neuen Video von Grand Theft Auto San Andreas aus der Definitive Edition. Gespielt wird auf der PS5 Digital A Opfer. Jo. Was haben wir im letzten Video gemacht? Im letzten Video haben wir Mission von Cesar Villalpando gemacht. Haben ein paar Autos geklaut und jetzt gehört das Unternehmen Runcars uns. Generiert bis zu 8000 Dollar. Brauchen wir nicht, also nicht unbedingt. Und jetzt geht's weiter mit, ich glaube, mit Wusi. Wusi, 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 Wusen, Wusi. Wusi, Wusi. Da, genau, Ford Dragons Casino. Genau, da wollen wir hin. Und da gibt es ja noch ein paar Häuser, die wir kaufen müssen. Wie passend, dass wir dann bei ein oder anderen von den Häusern vorbeifahren werden. Heute ist immer noch der 9.11. Genauso wie in dem Video davor. Und ja, wie war es jetzt eigentlich kürzer? Wenn wir da lang fahren, ja, also nach rechts. Genau. Ich nehme jetzt natürlich wieder eins auf. Das wäre jetzt Video Nummer 2. An einem Tag. Zum dritten wird es halt, glaube ich, nicht mehr kommen. Aber das ist jetzt auch nicht so wild. Genau, und dann machen wir Wusi Wusi. Wusa nu Wusa will. Wusi Wusi. Hier könnte man ja irgendwie hochgehen, aber ich glaube, da ist gar kein Helikopter, ne? Was eigentlich schade ist, denn dann hätte ich jetzt. Oh, da ist ein Helikopter. Jawohl. Dann machen wir doch das so rum. Kriege ich da jetzt Sterne? Nee. Sehr gut. Kannst du hier drüber? Ja. Nochmal sehr gut. Nochmal sehr gut. Die brauchen wir nicht. Aber falls ihr sie braucht, da gibt es eine Waffe. Eine Raketenwerfer. Die will ich auch nicht. Gibt es auch eine. Habt ihr gesehen? War, glaube ich, eine AK-47. So. Wir fliegen mit dem Maverick nach Las Venturas. Was gibt's da? Mission. Was bringt uns die Mission? Geld. Brauchen wir Geld? Eigentlich nicht. Das sieht ja gut ausgesorgt. Allerdings gibt es ja auch ein paar Häuser, die wir kaufen müssen. Und Trophäen, die wir ja immer noch erspielen. Wegen den Gewinnchancen. Setz auf Rot, setz auf Schwarz und was weiß ich da alles. Das können wir ja dann alles noch in Verbindung mit setzen. Und dann gibt es ja, glaube ich, auch noch ein, na, wie heißt's, ein Stadion. Bei dem Stadion müssen wir, glaube ich, auch noch was absolvieren, weil in Los Santos, da weiß ich jetzt gar nicht, ob ich das auch im Video gemacht habe oder ob ich das ohne Video gemacht hatte. Ah, der Steinbruch. Den lernen wir auch noch früh genug kennen. Stadion, genau, Los Santos, da hatte ich, ich glaube, das war das Derby. Und in San Fierro war es. Wo ist denn auch Autorennen? Okay. Und in San Fierro war es 8-Track, glaube ich. Also, kann es jetzt nicht genau sagen, vielleicht war es auch umgekehrt. Geh ins Ford Dragons Casino und triff dich mit Wusi. Ja, machen wir gleich, weil mit dem Helikopter kann ich da nicht rein. Leider. So.
Also, sagen wir mal, bevor wir da reingehen, erstmal speichern. Damit ich nicht wieder komplett von San Fierro darüber muss. So. Und hier haben wir das Four Dragons Casino. Hier haben wir noch so ein, ich glaube, Hot Wing ist das. Oder kommen wir nicht rein? Können wir auch ein bisschen Unruhe stiften. So. Und dann schauen wir mal, was der Busi sagt. Idiot! Do you realize how much those machines cost? We're supposed to be opening it. What the fuck was that? Hello? Hello? What the fuck is wrong with you people? Boss, CJ's here. Carl, glad you can make it. So, this what you've been doing? Yeah, it's been a complete nightmare. You want a stomach ulcer? Try opening a triad casino in a mafia-run town. The mob trying to squeeze you? Yeah, the corporations are moving in and everybody's feeling the squeeze. I've had slot machines busted up, workmen being scared off. So who behind this? Huh? Well, there are these three mob families operating here, and each of them has a stake in Caligula's casino. Some whacked out lawyers running it for them. It could be any one of them, or all of them. Can't you just give them a little something? No. In addition to the usual authorities that need bribing, each one would want a slice. And I'm not about to hand over all our profits to some wise guy Italians. Our profit? That's right, you heard me. I want to offer you a share in our casino. In exchange for some help setting it up. How's that sound, partner? Sound like we got a deal then. Boss, the boys found some thugs trying to smash one of the deliveries. We caught one of them. Get rid of him. Hey, wait, hold up, come here. Whoever's behind this, we need to let them know that they're dealing with full-fledged psychos. Time to the front of the car, let him sweat it out a little, and I'll be out there in a little while. See if we can make this guy squeal. That's my call. Hey, who the fuck? Who are you? Untie me, huh? You know what? I think we're gonna take a little drive. What are you, fucking stupid? I'm not joking here. Untie me, motherfucker. Nah, I think I'm gonna leave you right where you are. Yeah. Any idea in that pea-brain head of yours who the fuck I am? Nah, but I think I'm gonna find out. Schüchtere ihn ein, aber denk dran, ein Frontalzusammenstoß wäre tödlich für ihn. Und halt dich vom Highway fern und nicht. Ja. Damit die Bullen halt. Ups. Das war unvorhersehbar. Also eigentlich hat das bisher immer funktioniert gehabt. Dass man... Die ist verunruhigend, ja, dann mach halt. Ich glaube eigentlich, dass es damals schneller ging. What are you trying to fuck both of us?
Also im Boxchen nehmen wir an die Polizei direkt hinterhergekommen, ne? Wir sind sonst, werden wir nachher sperren. Hey, fuck you! Fuck you. Jetzt komm! Hat man jetzt so eine Angst hier? Red doch einfach, mehr wollen wir doch gar nicht. Und? Komm, wir fahren ein bisschen am Gehweg. Gucken wir mal, ob ihm das ein bisschen Angst macht. Nee, nicht. Komm schon, Mann. Jesus kann ja auch nicht mehr helfen. Geht doch. So, genau. Dann haben wir es jetzt fertig. Ich mach mal kurz stumm. No more bets, please. So, sorry. jetzt muss ich mal gucken, was wir für die Trophäe brauchen, fürs Glücksrad. Also, mindestens 1000. Lass mich hocken, um den Tisch zu drehen. Oh nee. Ich bin aber schon wieder der. LOL. Geht gleich weiter. So. Aber irgendwo. Okay, dann machen wir halt eine Mission. The glorious sound of a holy one.
Great shot, boss. Thanks. Not bad, Woolsey. So, the Sindaco family was behind the attempts to sabotage our venture. I wonder why it's only them and not the others. Probably ain't just them. Rule of the streets, don't snitch. What we need is hit the Mafia casino. Yeah, go check the place. Hey, hitting a casino isn't like gangbang. It's a whole different league. Yeah, you right. It'll take some planning, but I'm down. She always wanted to pull a heist. What the? Ah, bad luck. Listen, you're gonna need a crew and some special equipment. Yeah, it'll take some explosives. Always gotta blow up shit to pull a heist. You know what? There's an open cast mine southwest of the city limits. They must have explosives. I'll go peep it out. Begibt sich zum Steinbruch. Ja. Hab ja gesagt, dass die Steinbruchmission oder dass wir den Steinbruch recht schnell finden werden. Da gibt es ja auch ein paar Zusatzmissionen. Die werden ja nach der Mission hier dann freigeschaltet. Und das machen wir dann natürlich auch noch. Und hepp. Begib dich in den Steinbruch und klau das Dynamit. Das Dynamit wurde scharf gemacht. Schnappst dir, ehe die Arbeiter es zünden. Du brauchst etwas Schweres, um diese Kisten aufzubrechen. Hole Dynamit, ehe der Zeitzünder abläuft. Gab's hier nicht einfach mal einen Sanchez? Ist sehr ätzend. 2 Minuten haben wir dafür Zeit. Also etwas über 2 Minuten. Na dann. Geronimo! So. Dann würde ich sagen, versuchen wir es damit. For this area. Stay away from that stuff. Ein von 4 Dynamitstangen. Von 4 Dynamitsteinen. Someone call security. Hey, you can't come down here. Da war noch einer, genau. Ich glaube, ich habe den. Oh, nein. Schalldämpfer-Skill verbessert. 3 von 4. So. Du hast 4 von 4 Dynamitstangen eingesammelt. Fahr mit dem Dynamit nach Hause. Ja, klar. Dann legen wir die auf den Grill
Der Sicherheitsdienst versperrt den Ausgang. Nimm das Geländemotorrad und finde einen anderen Weg hinaus. Das ist aber auch so geskriptet, ne? Also das Wetter gerade, weil, wenn ich es recht in Erinnerung habe, war das damals genau dasselbe bei der PS2-Version. Da war es genau zum selben Zeitpunkt, dass es dann angefangen hat, so einen Sandsturm zu geben. So. Lol. Ui, das, ich dachte, das ging durchgängig durch, aber falsch gedacht, jetzt aber. Ihr schießt hier gar nicht auf mich rein. Ich will meine Ruhe haben. Ich denke, ich werde damit nach Hause fahren, mit dem Dynamit. Ich werde eine Grillparty machen. Lecker Barbecue. Aber nein, das wird mir dann auch wieder verwehrt. Schau im Steinbruch vorbei, um die Steinbruch-Mission anzunehmen? Keine Ahnung. Stand jetzt annehmen? Egal. 23 Minuten. Du kannst dieses Mal drüben bei den Easter Egg. Ja, das machen wir auch nochmal. Sanchez gibt's mehr als genug. Das ist jetzt nicht so wild. So, dann machen wir jetzt einfach mal ein bisschen was im Steinbruch. Räume mit dem Bus oder die Wege frei, bevor die nächste Lieferung kommt. Wenn du den Sternblick über die Kanten wirfst, schiebst, trittst, was auch immer. So. Ich glaube, das Ganze wäre noch so viel besser, wenn ich auch die Musik anhaben könnte, aber verzeiht's mir. Es darf leider nicht sein. Kriegt zweimal die Meldung, dann Urheberrecht und ich habe sicher auch keine Lust mehr da unter Umständen. Es ist eigentlich doof, dass ich da was kürzer. Das war ein hässlicher Übergang gerade. Also sorry. Ja, wie Urheberrecht. Da habe ich keinen Bock auf irgendwelche Streitereien. Ich habe natürlich Videos. Da ist das. Gerade bei Grand Theft Auto Vice City tatsächlich. Da habe ich mich aber noch gar nicht so mit befasst gehabt. Da habe ich dann leider die. Hä? Oh.
Musik nicht ausgemacht und dementsprechend gab es Meldungen. Kriege ich das jetzt hier noch gebacken? Ja, von wegen Urheberrecht, Video kann ich in allen Ländern gezeigt werden, bla bla bla. Früher hat es niemanden interessiert. Heute wird man so eingeschränkt. Und wehe, man hält sich nicht dran, dann ist Dudu. Mit dem Finger auf einen gezeigt. Schon ein bisschen traurig. Wenn ich jetzt hier runterfahre, sterbe ich dann? Oder? Ja, ja, ja. Ha, perfekt. Zeit gespart. So macht man das. Zwei übrig. Na komm, das packen wir doch. Irgendwie. Irgendwo. Irgendwann. Eigentlich ist ja genug Zeit immer, aber man darf nicht unterschätzen, dass auch die Fähigkeiten desjenigen an der Steuerung maßgeblich mit entscheiden, ob man, du hast die erste Schamhausmission erfüllt, für weitere Missionen begibt dich wieder zum Büro. Machen wir. Maßgeblich mitentscheiden, wie gut man bei einer Mission abschneidet oder nicht. So. Siehst du, Sanchez, mehr als genug. Ich glaube, es sind 6 Missionen oder 8 Missionen, weiß gar nicht genau. Ein Konkurrenzunternehmen hat Bombe legt, schiebe die Bomben mit dem Boot oder. Hinter dem Büro schiebt sie in den sicheren Bereich. Oh, ah. Perfekt. Bringen sie in den sicheren Bereich, jawohl. Hui. Nein. Schon langsam das Fahrzeug. Ah ne, da fahre ich. Da fahre ich dann doch lieber runter. Ich habe nämlich irgendwie das Gefühl, dass ich so inkompetent bin. Dass ich nicht gebacken kriege. Im schlimmsten Fall rückt mir die Kiste oder die Tonne da jetzt einfach mal direkt runter. Ganz toll, macht es damit. Ganz, ganz toll. Perfekt. So. Muss ich wieder runter? Ein bisschen. Oh. Das ist irgendwo da unten wahrscheinlich. Wo ist denn das hier? Ach, da. Quetschanlage. Kabum. Ich glaube, da gibt es nachher noch eine Mission, wo man
Eine Leiche war das. Auch irgendwie entfernen muss. Das läuft ja richtig gut. 1000. Zweite Steinbruchmission erfüllt. Ja, super. Dann haben wir das ja auch schon fertig. Das ging dann schneller als erwartet. Machen wir mal mit Mission Nummer 3 weiter. Ich habe das Gefühl, dass das Fahrzeug einfach mal im Rückwärtsgang genauso schnell ist. So. Bombenleger fliehen mit dem Kipper. Benutze diesen Kipper, um ihn zu zerstören, bevor sie in See sind. Okay. Das war ja doof. Nein. Natürlich ätzend, dass das Fahrzeug auch nicht das schnellste ist. Aber da vorne sehe ich ihn ja schon. Und aller Wahrscheinlichkeit nach werden die natürlich auch Waffen haben, die ich natürlich auch habe. Aber die Frage ist, wie treffsicher bin ich? Hihi. Mission erfüllt. Ja, perfekt. Nein! Oh! Mission. Hä? Ja, was denn nun? Hä? Die Mission wurde abgehakt. Scheiß drauf. Ja, gut. Aber das ist doch voll dumm eigentlich, weil, wie gesagt, es war erfolgreich. Und nur weil mein Fahrzeug dann hinterher explodiert ist, ist es wieder nicht erfolgreich. Leute, was so schön war. Und ihr so voller Begeisterung euch die Videos anschaut. Machen wir es einfach nochmal von vorne. Kein Problem. Wenn es euch doch zu langweilig sein sollte, dann macht einfach das nächste Video an, sofern schon eins online ist. Und ansonsten könnt ihr euch ja die anderen Videos mal anschauen. Hab glaub 181, 182 Videos. Ist jetzt nicht mega viel, aber ich sag mal, langweilig wird einer nicht. Kann man sich schon mal antun. Könnt ihr auch mal die alten Videos anschauen. Ganz alten Videos. Also die richtig alten Videos. Aus dem Jahre 2008, 2009, kann es nicht genau sagen. Nein, da sind wir schon wieder falsch. Egal, machen wir es erstmal hier lang.
Midnight Club. L.A. Das hatte ich mal mit Handy abgefilmt und dann bearbeitet am Computer. Ich glaube sogar mit Windows Movie Maker. Ich weiß gar nicht, ob es das Programm heute noch gibt. Also dazu muss ich sagen, das war ein Videoprogramm. Das war schlicht, das war einfach zu verstehen. Da konnte man nichts falsch machen. Es bot genug Möglichkeiten, um seine Videos zu bearbeiten. Also heute gibt es Filmora und was weiß ich nicht alles. Also ich selber habe diese Filmora-App zwar mal auf mein Handy runtergeladen, aber ich bin halt auch nicht bereit dafür, einen Haufen Geld für die Vollversion auszugeben. Ich habe jetzt eine andere App, die hat mir meine Tochter empfohlen. Die ist ganz okay, die habe ich auch für meine Shorts benutzt. Und ja, so oft schneide ich nicht. Da habe ich halt auch gar nicht so Bock, die Zeit für und das Interesse sowieso nicht. Ich mag es halt eher, wenn alles relativ sporadisch, minimalistisch geht. Du hast erst schon wieder erfüllt. So. Also gut. Das nächste sind dann die Fässer. Kennen wir ja schon. Ja. Dann ist dem halt so. Also bei der zweiten Mission werde ich abspeichern und dann vielleicht auch das Video beenden. Vielleicht kommt dann tatsächlich doch noch ein drittes Video. Schauen wir mal. Weil ich habe keinen Bock, dann nochmal von vorne anzufangen beim Steinbruch. Das will ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht antun. Also machen wir jetzt einfach Speedy Gonzales so schnell wie möglich. Und dann gehen wir lieber auf Nummer sicher. Und speichern dann lieber ab. Nein. Geht's auch wieder runter. Ob das eine gute Idee ist? Komm schon, ja. Jawohl, ist eine gute Idee gewesen. Können wir direkt abkürzen alles. Perfekt. Und dann einmal hier hin. Einmal richtig gut Zeit. Was will man mehr? So, perfekt. Machen wir jetzt doch die dritte Mission. Nee, wir machen sie nicht. Nee, wir speichern lieber ab. Ja, ich mache jetzt einfach schon mal einen Cut. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Hoffentlich wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst wie immer einen Daumen nach oben da. Kommentiert das Ganze, egal ob positiv oder negativ.
Und über ein Abo würde ich mich natürlich genauso darüber freuen. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß und einen schönen Tag. Ciao, ciao.